hier im Azulik Resort. Und das ist ein richtig geiles Baumhaus-Hotel. Alles ökologisch, richtig schön. Da wollen wir euch jetzt gleich mal ein bisschen rumführen. Ja, und diese geile Idee hatte die liebe Anna. Die hat mich hier eingeladen. Mit der waren wir ja noch kürzlich in L.A. Und da haben wir gedacht, komm, wir brechen die Segel in Los Angeles und flitzen rüber. Hallo Anna. Hallo. Wir beide gehen jetzt mal nach vorne an den Eingang und zeigen euch mal dieses coole Resort. Da vorne ist der Dschungel, hier eine Straße und hier direkt ist das sogenannte Azulik. Alles ein bisschen bewaldet. Ein bisschen ist das so wie beim Let's Play, wie wir jetzt hier durchgehen, wie bei so einem Ego-Shooter, weil ich halt hier diese coole Gimbal-Kamera habe und damit so wirklich so durch die Gegend straven kann, wenn man so will. So, und hier seht ihr alles schön grün bewachsen. Wir sind halt im Dschungel, das ist am Strand das Hotel, aber direkt auch im Dschungel. Und das ist die Rezeption. Hello! Leute sind super freundlich. Hier gibt es auch noch eine kleine Sitzecke. Ein bisschen Fashion haben sie auch noch am Start. Hier gehe ich mal kurz runter mit der Kamera, damit man das so sehen kann. Und hier können wir jetzt mal rüber gehen. Es sieht schon mega cool aus alles, ne Anna? Ja, es ist einfach wirklich ein Traum. Überall sind noch so kleine Bäche und dieses ganze Hotel ist mit Brücken verbunden. Es ist auf jeden Fall ein organisches Hotel, also es wird hier nur mit Naturrohstoffen gearbeitet und es wird auch sehr darauf geachtet, dass alles gesund vonstatten geht. So, gehen wir mal hier hoch gerade. Das hier da vorne, das sind diese Hütten. Und die sehen richtig cool aus. Zeige ich euch gleich natürlich auch noch, aber jetzt hier erstmal das Restaurant. Voll schön. Und das ist alles wie so ein Baumhaus gebaut. Jetzt muss ich erstmal wieder hier runterkommen irgendwie. Hier ist eine Küche. Die ist auch offen, man kann überall eigentlich reingucken, was die Leute kochen. Dschungelfeeling. Richtiges Dschungelfeeling. Hatten auch schon Kontakt mit Insekten, Anna war da nicht so begeistert. Ja, ey, Alter, das müssen wir mal zeigen, genau. Guckt euch mal diese Mückenstiche an. Also hilft das Eincremen nicht mehr so viel. Yoga-Classes jeden Morgen. Hello! Ja. Und hier, das können wir auch noch mal gerade einleuchten. Hier, guck mal, hier Weihrauch überall und der ganze Schnickschnack. Guck mal, jetzt können wir hier nämlich mal diese ganzen Brücken zeigen auch und so. Und hier vorne ist auch so ein kleiner Tümpel. Bestimmt kommt hier noch eine Hütte hin. Und wie gesagt, alles mitten im Dschungel. Und auch vereint mit dieser ganzen Natur. Wie gesagt, alles aus Holz gebaut. Die achten ja auch sehr darauf, wirklich gute Produkte zu verwenden. Hier werden auch Pflanzen selber angebaut, Kräuter selber angebaut. Wir können ja auch hier ganz kurz mal lang gehen. Da geht es allerdings nur zu einer öffentlichen Toilette. Also ich zeige euch mal noch den Gang. Und da sind natürlich auch verschiedenste Hütten noch. Oh, da fliegt gerade wieder. Habt ihr gesehen? Hallo. Da oben. Ich weiß nicht, was es ist, aber... scheinen doch sehr nette Vögel zu sein. Die sogenannten Gärten. Und da bauen die ganz viele Kräuter an. Ich habe eben so lecker gegessen hier. Ganz Gemüse, ganz, ganz frisch. War richtig, richtig, richtig cool. Hier vorne geht es auch zu so einen Hütten. Und da schwenke ich gerade mal hoch. Dann kann ich euch mal zeigen, so sehen die ungefähr aus, diese Hütten, wo man drin wohnt. Natürlich zeigen wir euch gleich noch eine Hütte. Die Räumlichkeit von innen. So, und jetzt hier lang. Und jetzt geht es gleich zum Strand. Hier auch so eine Hütte. Wir gehen jetzt mal hier lang, also dranbleiben lohnt sich, denn wie gesagt, wir zeigen euch gleich noch eine dieser coolen Hütten hier.
Und ich kriege hierfür kein Geld, also nicht wundern. Ich mache das einfach, weil ich es cool finde. Und hier ganz kurz auch nochmal rein. Da seht ihr auch nochmal hier die ganzen Kästen, wo verschiedene Pflanzen angebaut werden und pipapo. Jetzt will ich euch aber erstmal zu dieser einen Bar bringen. Ich weiß gar nicht, wo die Anna ist. Die ist irgendwie am Weg verloren gegangen. Anna! Geh mal weiter. Die findet uns schon noch. Die holt uns schon noch irgendwie wieder ein. Ich hoffe, die hat sich nämlich nicht, nur nicht verirrt, weil das ist hier so ein Labyrinth, muss man wirklich sagen. Und hier ist so eine Bar. Da kann man auch essen. Die ist auch sehr lecker, genauso wie in der Strandbar. Da kann ich auch mal gerade reinlaufen hier. Hola! Und die Jungs kochen hier alles auf diesen Tischen. Richtig geil. Hier haben wir gerade eben gegessen, habe ich meinen Gemüseteller vertilgt. Hola! Und sehr freundliches Personal, wirklich. Da kann man nicht sagen, boah, ich ist kein Ventilator, der tut so gut bei dieser Hitze. So, und hier nochmal die Tische, da kann man sich auch hinsetzen. Richtig, richtig schön einfach alles. So, jetzt geht's aber wieder zurück. Und zwar in Richtung Zimmer. Und hier, das sind die Zimmer. Jo! Das Wichtigste erstmal vorweg, Toilette gibt es ja auch. Die wackelt allerdings voll. Ja, also das ist echt hier alles, guck mal, die kannst du, zeig das mal gerade, die kannst du fast so bewegen, die ganze Toilette. Alter Schwede. Ja, ist alles so ein bisschen rudimentär teilweise auch, aber völlig ausreichend. Und man kommt hier, wie gesagt, ohne Wi-Fi und ohne den ganzen Kralaratsch mal wieder richtig back to the roots, weil ich ja auch gerade jemand bin, der seine 14, 15 Stunden gern mal am Tag arbeitet, noch nachts die Videos schneidet, dann die ganze Geschäftsführung für die Firmen und hin und her. Richtig, richtig heftig. Und deswegen ist das natürlich auch mal eine richtig coole Aktion, dass man hier so ein bisschen entspannen kann. Das Bett auf jeden Fall richtig cool. Ja, Mückendinger braucht man auf jeden Fall, das Mückennetz, denn sonst wird man hier zerstochen, liebe Freunde. Ihr habt es gerade gesehen an der Anna. Zeig das doch mal gerade, das kann man so zumachen auf jeden Fall. Ja, genau. Muss man auch sehr empfehlenswert. Wir hatten schon die Erfahrung mit verschiedensten Grillen und verschiedensten Käfern und natürlich auch diversen Mücken. Und wir haben eine Grille Hansito genannt. Die ist dann hier die ganze Zeit rübergelaufen. Die war riesig, alter Schwede. So, hier nochmal ganz kurz die Armatur. Zeige ich euch auch mal ganz kurz hier. Schön. Übrigens alles auch hier mit Kerzen beleuchtet abends. Hier hat man so eine kleine Sitzecke. Kann man sich hinschillen. Und hier vorne, ja auch so eine Liege oder sowas. Da habe ich mich nur einmal kurz reingeworfen. Hier kann man ein paar Sachen abstellen. Halte ich auch gerade mal drauf hier. Der Laptop, den ich mir kaufen musste. Wie gesagt, hier, das ist die Mavic-Drohne. Um die euch mal zu zeigen, die ist im Moment, hat die einen leichten Defekt. Ich weiß auch nicht, was damit los ist. Deswegen muss ich momentan immer mit dieser Drohne hier filmen. Und das ist die kleine Spark. Die ist aber erstaunlich geil. Ziemlich neu. Kennt ihr vielleicht. Vielleicht soll ich da auch mal ein Video drüber machen. Können wir in die Kommentare schreiben. So, jetzt aber zum geilsten hier in der ganzen Hütte. Und das wäre der Ausgang. Ja? Und hier ist so windig. Ich hoffe, man versteht mich noch. Wie gesagt, also Tulum ist sehr, sehr windig. Jetzt gehe ich mal kurz zurück. Und jetzt seht ihr hier schon, da ist eine Schaukel. Willst du mal gerade schaukeln, Anna? Komm, schaukel doch mal für die Leute. Juhu, wie cool. Mit Blick aufs Meer. Ja. Eine Schaukel. Und die ist ja wohl mal richtig, richtig nice. Man sieht auch gerade blauer Himmel, Wetter ist perfekt. Natürlich ist es ja stellenweise ein bisschen bewölkt, denn man ist ja im Dschungel. Aber heiß ist es halt immer. Es gibt auch eine Regenzeit hier in der Maya Riviera. Und ich kann euch wirklich Tulum empfehlen, da werden wir auch noch ein Video drüber machen, über die Stadt Tulum, aber erstmal jetzt hier, wie gesagt, die Roomtour. Und jetzt hier mal der Blick runter zum Meer. Einfach richtig, richtig schön ist das. Und jetzt hier mal der Blick zum Horizont. Ich hoffe, man hört noch was und es ist nicht zu sehr hier verkrüschelt durch die Windgeräusche. Ja, und hier haben wir eine Badewanne. Eine Dusche gibt es gar nicht. Man muss sich hier in einer Badewanne baden. Guck mal, Anna, mach doch mal gerade anders Ding. Und da sieht man, da kommt warmes und kaltes Wasser raus. Dauert allerdings ein bisschen, bis das warme Wasser drin ist. Und hier auch noch irgendwie so eine kleine Liege. Da vorne haben wir auch noch zwei Liegen hinter der Anna. Zeige ich euch gerade auch noch mal kurz. Und die Badewanne Indoor muss ich eigentlich auch noch zeigen. Hier, also Liege, Tisch und Pipapo, eine Schaukel. Hier vorne ist so eine andere Bude. Da hat man vielleicht einen besseren Überblick. Da wohnen natürlich auch andere Leute jetzt. Ich gehe noch mal ganz kurz rein und zeige euch auch mal hier die Badewanne. Denn wie gesagt, eine Dusche gibt es nicht. Da muss man sich halt wirklich hier noch mit so einem Becher teilweise waschen. Auch das ganze Shampoo, alles organisch. Alles richtig, richtig cool. Das ist ein Becher, genau. Den füllt man quasi mit Wasser und schüttelt sich den dann über den Kopf und wäscht sich dann so. Ja, voll nice, ja. Ne?
Ist echt cool. Klappt auch wunderbar. So haben die Menschen das früher halt alle gemacht, ne? Ja, und ich würde sagen, das war's dann soweit von diesem Video. Ihr seht, ich bin mega am Schwitzen, weil ich jetzt gerade hier mit euch rumgelaufen bin. Aber es war auf jeden Fall eine coole Roomtour. Wie gesagt, wir sind hier zum Spaß. Die Anna hatte die coole Idee, hat mich hier eingeladen. Und ich dachte, bevor wir jetzt länger in L.A. bleiben, machen wir hier noch ein bisschen Action und zeigen euch noch ein bisschen Mexiko. Cancun habt ihr ja schon gesehen. Und Tulum gibt es dann auch im nächsten Video. Da unter anderem Maya-Ruinen. Azteken waren ja daneben. Es sind Maya-Ruinen hier in der Ecke. Die Azteken sind ja auch gar nicht so weit weg. Mexico City war ja so wie die Azteken-Hauptstadt. Und die Kulturen sind ja auch in gewissem Maße verbunden. Und das ist auch wirklich sehr kultureller Mexiko, dass es halt, wie gesagt, hier die Mayas gibt und die ganzen Azteken und Pipapo. Das war auf jeden Fall eine kleine Roomtour durch das lustigste Baumhaushotel der Welt. Vielleicht sogar eines der coolsten Hotels, die ich je gesehen habe. Obwohl ich schon einige gesehen habe, muss ich sagen, ich finde dieses Hotel wirklich atemberaubend. Falls ihr mal hier hinfahren wollt, Azulik heißt das Ganze. Ich verabschiede mich und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Hi.